Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Ich sitze gerade im Taxi und zwar bin ich auf dem Weg zu 25 Made. Denn ich bin mit meinem Papa und Felix und Kati zu einem Meeting verabredet. Bin heute leider ein kleines bisschen zu spät aufgewacht, deswegen habe ich mir ganz schnell ein Taxi genommen und bin in ein paar Sekunden da. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht viel zu spät bin und die nicht lange auf mich gewartet haben, aber let's go. Da kommt der Felix mit seinem Fahrrad an. Morgen, ne? Hello. Alles gut? Na, alles fit? Da bin ich ja froh, dass ich nicht der Letzte war. Das hat ja richtige Praktikums- Flashbacks hier. Hast du? Ja, guck mal, wer wieder da ist. Ja. Mit noch ein bisschen mehr Verspätung als ich. Kommt mein Papa. Wow. Ich habe hier länger gebraucht, einen Parkplatz zu finden. Ja. Als ich zum Bezahlen, lol. Wir sind mit unserem Gespräch fertig. War, glaube ich, ganz gut, ne? Erfolgreich. War erfolgreich, genau. Wir sind, wie ihr vielleicht erkennen könnt, gerade wieder im Spielkindlager. Da war ja einer meiner Arbeitsplätze, als ich hier mein Praktikum gemacht habe. Und ich habe gerade, sehr nett von Felix, ich habe gerade ein Go Vlog Yourself T-Shirt bekommen. Das ist schon hinten in meinem Rucksack drin. Ich werde das auf jeden Fall nehmen. Wir haben ja mal geguckt und wir haben gemerkt, wir haben tatsächlich ja ein bisschen was über hier, ne? Also, ja. Deswegen dachte ich mir, können wir was abgeben, so. Auf jeden Fall sehr nett, gefällt mir sehr gut. Und jetzt geht's für uns beide wieder in die Stadt, oder? Koffer reparieren lassen. Koffer reparieren lassen, genau. Ich habe einen Termin bei Apple ausgemacht, denn ich habe ein paar kleine Problemchen mit meinem MacBook, weil das Ladekabel fällt die ganze Zeit raus und ist mega nervig. Ich habe da aber einen Termin bekommen und der ist jetzt und ich hoffe, dass sie mein Problem fixen können. Dann würde ich vorschlagen, wir reparieren ihn, tauschen das Topcase plus Boards aus. Allerdings 10 bis 14 Werktage Reparaturzeit momentan. Eieiei, da kauft man sich einen Laptop für 3000 Euro und dann leiert irgendwie das Aufladekabel aus. Also sie konnten sich reparieren, beziehungsweise doch schon, aber sie haben halt gesagt, ja, du musst halt das komplette untere Gehäuse austauschen lassen. Und ich muss sagen, darauf habe ich nicht so mega Bock. Und wir sind gerade noch bei Live Faster Young. Kennen bestimmt ganz viele von euch, das haben super viele YouTuber an. Und die haben mega coole Kleider und da wollte ich schon immer mal reinschauen und hier gibt es eben den Store. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, your boy's looking fresh. Schaut euch mal den Pulli an, den ich mir bei LFTBY gekauft habe. Girl, boy. Ich mag diesen Pulli wirklich sehr, er ist mega weich und hat einen richtig coolen Fit. Schreibt mir aber mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Also, ich bin jetzt aus der Stadt zurück und ich wollte noch mal ganz kurz auf meinen Laptop zu sprechen kommen. Das hier ist mein MacBook. Es hat 3000 Euro gekostet. Ich habe nach einem Jahr Benutzung Probleme mit meinen USB-C-Steckern, weil die ausgeleiert sind. Gehe zum Apple Store, frage, ob man das replacen kann und sie sagen, man muss die komplette untere Hälfte austauschen. Und ich kann meinen Laptop für 14 Tage nicht haben. Also ich meine, ich schätze das geile Design von Apple wirklich sehr, aber seriously? Einfach weil dieser Port hier ausleiert, muss ich meinen Laptop für 14 Tage weggeben? Also das ist wirklich das erste Mal, wo ich mir denke, Alter, was euer Problem, Apple, was euer Problem? Aber naja, ich glaube, ich werde es erstmal nicht wegschicken, weil ich ja gerade auch Daily Vlogs mache. Aber wer weiß, irgendwann wird vielleicht der Zeitpunkt kommen, weil es ist halt, wie gesagt, mega nervig. Also dieses Kabel hält da einfach gar nicht drin. Vielen Dank an meine neuen Kanalunterstützer. Und zwar ist das einmal Lariolair, TNYLW, Schlaui und Mann Matthias. Bald gibt es auch den ersten exklusiven Stream für Mitglieder. Also falls ihr nicht wisst, um was es geht, dann klickt mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Vergesst doch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Und kommentiert vielleicht mal, was ihr von dieser ganzen Apple-Geschichte haltet. Apple ist so ein sehr umstrittenes Thema. Die einen finden es geil, die anderen finden es total scheiße. Aber schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns in einem weiteren Daily Vlog wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ich kann nicht mehr reden und schönen Abend. Alle machen hier auf Musiker, aber ich bin nur ein YouTuber.